Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate. Ja, es ist früh am Morgen. Ich wurde, falls man Bohrmaschinen leise im Hintergrund hören sollte, davon geweckt, weil die fleißig wie sie sind, einfach mal um 7 Uhr angefangen haben. Hier nebenan immer Gebäude rumzustochern. Mit ihren drehenden Bohrköpfen. Ja. Das ist der einzige Tag der Wochentage, wo man ein paar Minuten länger schlafen kann und dann machen sie sowas. Kann man nichts machen. Also bin ich jetzt hier und nehme ein bisschen was auf. Ich muss eben noch eine. Habe ich hier irgendwo einen Stift? Ja. Toll, da liegt noch schon einer. Laufen wir dabei auf jeden Fall schon mal weiter rum. Sieben Uhr. Wie spät haben wir es denn jetzt? 30? Ja, so ungefähr. So. Ja, auf jeden Fall, wir laufen hier fröhlich weiter rum. Und erkunden alles. Im Gebiet Hohe Hecke. Außerdem habe ich euch, ich rede extra noch davon und vergesse dann einfach wieder in das eine Haus noch reinzugucken, wo dieser, falls, vielleicht erinnert sich ja noch jemand dran. Da war, dieser, lustige Mann da, der mit dem Kind da am Leuchtturm am Gebieter. Könnt ihr mal aufhören, sie zu treffen? Auf jeden Fall, ich sag auch, dass ich da reingehen will, nachdem ich dann die Sirenen niedergemetzelt habe. Aber naja, das habe ich dann wohl irgendwie vergessen. Darum müssen wir das jetzt gleich noch mal kurz nachholen. Ja, halt euch mal. Was haben wir denn hier noch? Ja, hier gibt das mal Emoen. Ja, das sieht schon wieder besser aus. Und gibt das hier mal. Ja, gibt das mal dir. Am besten noch mal. Hier, der kann auch hier auch noch mal. Ich muss dran denken, dass er noch Lebenskraftentzug hat. Keine Ahnung, wo er den her hat, aber er hat ihn. Muss ich mal öfter einsetzen. Leben, ja, wir sind voll. Und mit Lebenskraftentzug kann man ja ganz wenig leben, auf jeden Fall steht hier ja drin. Habe ich euch am Anfang mal gesagt auch. Hast du Lebenskraftentzug? Ja. Damit kann man bis zu maximal 10 Punkte auf sich übertragen, also fremde Lebensenergie. Stufenabhängig. So. Würde ich sagen, gehen wir hier erstmal in die Richtung und dann gehen wir erstmal zum Leuchtturm. Außerdem haben wir mit jemandem, der in dem Gebiet rumlaufen müsste, gar nicht geredet. Ist mir dann auch noch hinterher eingefallen. Wir haben die Person, glaube ich, zwar auch überhaupt gar nicht gesehen, aber darauf kommt das ja gar nicht an, wenn da noch jemand ist, mit dem wir reden können. Oh, lauf doch nicht weg. Scheißviech. Ja, ich suche übrigens in den Skeletten eigentlich nicht mehr nach Zeug, weil ich zeig's einfach mal. Da sind nur so Wurfmesser drin. Ne? Und ob das jetzt lohnen will, die mitzunehmen oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Und ich habe mich dazu entschieden, dass sich das nicht lohnt. Nördliche Schwertküste? Da waren wir noch gar nicht. Wieso bin ich dann in Hohe Hecke? Ja, dann gehe ich erst nochmal zu der normalen Schwertküste. Klar! Auf jeden Fall, hier unten zum Leuchtturm müssen wir. Ja, wir haben die beste Position erwischt, fällt mir dann nur auf. Weil wir dürfen jetzt den ganzen Weg nach unten laufen. Ich habe mir sogar was zu trinken stehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
wenn das Drama dann hier sein Ende hat, nachher so in einer Stunde, dann, ja. Vielleicht haben sie bis dahin ja aufgehört zu bohren. Dann lohnt es sich zwar auch nicht wieder schlafen zu legen, aber weil ich dann schon fast los muss, habe ich dann noch ein paar Minuten meine Ruhe. Ja, Minsk ist glücklich, das ist gut so. Das haben wir uns schon immer gewünscht. Hallo? Kommst du hoch? Oh. So. Hier, genau, hier waren wir noch ein alter Mann, das ist der, mit dem wir da schon. Macht ihr euch eine Gewohnheit daraus, Häuser von anderen ungebeten zu betreten? Hä? Ah, ich glaube, ich sollte etwas gastfreundlicher sein, in Anbetracht dessen, dass ihr zur Rettung des Jungen durchgemacht habt. Ihr erwähntet Sirenen, warum sollte ich vor denen in Hut sein? Ich dachte, dieser Leuchtturm wäre unbewohnt. Was macht ihr denn hier? Entschuldigt bitte, ich werde gleich gehen. Fragen wir wegen der Sirenen. Ihr habt keine Zweifel daran, dass diese wilde Lande, genau wie jedes Tal, jeder Wald, Berg oder jede Ebene seinen eigenen Untier hat. Hier sind die Bestien, die Sirenen. Sie hören nicht auf, die Vernunft und greifen ohne zu zögern an. Es ist schwer hier zu leben. Wenn so eine Sorte von Typen hier ist, aber was kann man tun? Außer sich wacker zu schlagen. Außer. Ich dachte gerade, dieser Leuchtturm wäre unbewohnt. Was macht ihr denn hier? Ich arbeite für eine Schifffahrtsgesellschaft, die entlang der Schwertküste und südlich davon Handel treibt. Die Gebühren in Baldur's Tor sind zu hoch und deshalb ankern die Schiffe hier. Die Mannschaften B und entladen die Schiffe. Und bessern Mängel aus. Es ist ein karges Leben, aber ein ehrenvolles. Ihr erwähnt die Sirenen, warum soll ich mich von denen sein? Auch wenn es nicht so. Ich habe keine Zeit, lebt wohl. Da ist noch eine Kiste. Kiste. Ja, verstanden. Armschützer, Langschwert, kannst du alles behalten. Noch eine Kiste, aber gehen wir erstmal hier rein. Das hat sich gelohnt. Okay, okay. Jetzt muss ich genauso wie diese Kiste da zu öffnen. Hallo? Eine Schleuder. Nach dem Aussehen würde ich sagen, eine Schleuder plus 1. Kann ich aber nicht mit 100%iger Sicherheit beantworten. Also, bestimmt. Anti-Magie-Walker? Ist mir doch egal. Ein Magier, dessen Vertrauter steht, verliert permanent einen Konstitutionspunkt. Nicht schön. Nördliche Schwertküste. Dann gehen wir erstmal zur nördlichen Schwertküste. Hier sind wir gerade sowieso hier unterwegs. Sofort erledigt. Komisch. Schreckenswolf. Stirb cool. Ich kann mich gar nicht an das Gebiet erinnern. Nördliche Schwertküste. Naja. Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. So, mal gucken, ob mein Buch heute auch noch ankommt. Ja, ich habe mir ein schönes Buch bestellt. Dürfte den meisten, die das ein oder andere Fantasy-Buch gelesen haben. Ich habe es ganz ehrlich gesagt noch nicht gelesen bis heute. Und zwar habe ich mir als Buch bestellt, Der kleine Hobbit, und zwar als eine Art, Restposten eines gebundenen Buchs, was,
1971 erschienen war.